So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Resident Evil 5. Ja, und wir starten wie immer hier im schönen Verwaltungsbildschirm und haben auch schon uns die Freiheit genommen, uns ein paar Waffen auszubessern. Ja, weil wir Hoffentlich es hast du können. schon, du hast schon den dritten kritischen Trefferstern bei der Pistole. Genau, Voraussetzung Das. ist natürlich, dass ich einen Kopf treffe. Nee, So. genau, auf den Arm geht's nicht. Okay, ich gehe dann einfach mal auf fertig. Ich habe, glaube ich, 4000 Schuss für meine Uzi dabei. Das ist geil. Ja, ich sehe es gerade schon. Zwei. Boah. Da kannst du auch Aber richtig das abgehen. heißt, ja, dann werde ich die jetzt auch mal erstmal ein bisschen benutzen. Ja, auf jeden. Aber ich habe auch noch 40 Pistolenschuss in der Truhe liegen. Ist gar nicht, wo das Okay. alles herkommt. Ja, wir haben doch recht viel Munition gefunden und waren relativ sparsam. Ja, das ist unser. Oh, ich bin auch jetzt wieder schon wieder voll. Unsere Lieblingsvorgehensweise bei Resi, ne? Immer ganz wenig schießen. Genau. Aber wir sind uns einig, dass wir in dem Sinne jetzt also unsere Special-Waffen doch fleißig benutzen, ne? Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall Also die bevor ich AC. nachher 150 Schuss Shotgun-Muni liegen habe, benutze ich sie auf jeden Fall. Momentan hast du ja 10. Ja, momentan ist alles sehr 13 sind's. überschaubar. Schau mal, da haben wir Ach, schon. die Stelle ist das. Ich wechsle direkt mal die Waffe. Mit der verbinde ich irgendwie nichts Gutes. Da ist eine Mine. Konnte man doch benutzen. Musik. Schön. Sind die beide futsch? Sieht dann aus. Hier unten im Zug ist noch einer. Ist noch eine? Ah! Warte mal. Ah! Er springt mich an! Ging daneben. Treffer. Hunde sind echt die ekligsten Gegner, weil die halt keine Hitzone haben, wie die Menschen, wo sie halt mit einem glücklichen Schuss gleich sterben können. Aber Die Hunde sind gleichzeitig schon. halten sie viel aus, weil sie auch am Boden so lange rennen, ist halt auch nervig, glaube ich. Oder finde ich zumindest. Ja, und von dem finde ich, sieht man die so schlecht hier in diesem Texturenbereich. Also weil die fast die Das gleiche ist. Farbe haben wie hier der Untergrund, echt. Das ist Die so. sind echt gut getarnt. Der springt mich echt noch an, der kleine Pisshund. Ohne. Oi. Wenigstens kam kein Gewächs raus. Aber dann ist gar nicht so Puh. weit. Erstmal halten die ewig aus und dann kommt das Gewächs und dann halten sie nochmal ewig was aus. Haben wir Granaten? Nein, natürlich nicht. Nee, Gar eben gar keine. nicht, ne? Nein! Ich wollte es ihm Hast du das geben. gerade. Okay. Ich wollte es doch nur geben. Aber du konntest sie ja eigentlich auch gebrauchen. Oh, Oh, hinter uns Hunde Action! Hunde! Wollen wir wieder zurückrennen? Ja. Oh. Vor dir steht ein ganzer Park. Ja, Mann, ein ganzer Hundepark! Ich komme da nicht vorbei, ich komme nicht vorbei. Also ich bin tot, Hoppy. Denke ich mal. Jetzt komme ich weg. Jetzt komme ich weg. Sehr gut. Lauf. Jetzt. Ah, die haben eine super Reichweite, ey. Du Muss bist mir doch der helfen. Panal. Jawohl. Ich schieße da rein, Oh, bringt ich einfach habe alles helfen gedrückt, nichts. aber der hatte schon seinen Killer-Move gemacht. Heftig, Ui, ey. heftig, Mann. Aber ich kann nicht mehr weg. Die drei Hunde standen vor mir. Ja, ich habe das gesehen. Und dann war Die haben eine Mauer gebaut. vorbei. Ja, dann müssen wir gleich nochmal. Ja, auf jeden Fall. Fertig. Bam. Ah, ich stell mal einen Timer. Ja, aber ich weiß schon, warum ich mit der Stelle nichts Gutes verbunden habe. So. Ah, Krasse Hoppy. Action, ey. Willst du das grüne Kraut noch nehmen oder soll ich es mir nehmen? Hast du die Munition schon eingepackt? Let's do it. Ja, aber Granaten wären echt geil jetzt. Aber das ist uns nicht vergönnt. Granatenglück. Irgendwie. Aber eben gerade hatte das hier cool mit der Mine geklappt, also dass du da die ersten Runde weggeknallt hast. Das ist cool. Aber der eine ist auch wieder unten hier. Wo? Ich sehe ihn hier nicht. Ja, das hier ist hier. Oh, da Letzte. kommt er Oh, wieder. Jetzt hinter ist er uns. in uns. Zwei! Zwei Hunde. Kommt Ja, der Zweite natürlich. denn her? Eben gerade war es nur einer extra, oder was? Vielleicht hat die Mine diesmal nur einen erwischt. Hm. Warte mal, ich werfe auch Heftig, mal Mann. die Uzi nach. Überlege Aber vielleicht. Ja? kommen wir noch nicht über das Bild hinweg, wie du hier vorne im Busch standst und diese vier Köter da um dich herum und du. Echt bitter, ey. Wollen wir so einen Rückzugpunkt machen, dass wir wieder da hinten hinlaufen? Ja. Wenn die Hundemeute kommt? Okay. Das ist jetzt, glaube ich.
Ich bin weg. Ich hau ab. Ja, ja. Die kommen ja so fies unter den Zügen langgerannt auch. Vielleicht dann bis nach hinten durch, bis hier hinter den Latten. Okay, das ist schon mal. Die stecken aber auch ein. Das geht schon mal besser. Aber das war ja noch, die nette Welle. Glaube ich gar nicht. Das war's jetzt mit Hunden. Nee. Rückzugpunkt bleibt derselbe, oder was? Ja, Mann. Kommst du? Ich komm. Ah! Ah, das sind ja Pferde. Ah! So. Nein! 4 Hunde! Oh! Das hat doch nichts mehr mit Hunden zu tun, ey. Das ist. Wow. Bam. Oh, da hatte ich einen gerade. Oh. Komm, ich geh tot. Ich kann rütteln, wie. Und sie hat nachgeladen. Ich konnte nicht, weil sie am Nachladen war. Ich hab gerüttelt, ich hab den Stift fast abgebrochen. Boah, heftig, Mann. Krass. Und das lief eigentlich ganz gut. Ja. Auch gutes Health und der ist über mir und ich rüttel wie ein Verrückter und es funktioniert nicht. Schade. Boah. Irgendwie springen die auch immer nur auf mich. Ja, irgendwie, so ganz in mir sehen sie keine Bedrohung. Ich habe meinen Ruf aufgebaut. So, ich warte mal ein bisschen. So, jetzt. Kommt da eine krabbelt? Beide futsch. Wo ist der Krabbler? Da. Also. Oh je. Der lebt immer noch. Guck dir mal an, wie riesig das Ding ist. Ja. Das ist ein Pony. Das sind gar keine Hunde, das sind Ponys. Also auf dem Teil könnte man locker reiten. Also ich jetzt vielleicht nicht. Oder wir jetzt vielleicht nicht, aber... Bitte kein Pony antun, dass Hoffi auf ihm reitet. Ich schieß nochmal drauf. Sicher. Nee. Schlecht. Wenn wir jetzt da langlaufen... Ah, wir könnten es auch so machen. Man kann ja auf die Züge hoch. Wie wäre das denn, Hoffi? Dass wir oben hingehen und auf die Züge. Komm, ganz fix. Neuer Plan. Oh. Ich hoffe, die kommen hier nicht hoch. Klettern. Oh, hier oben ist Action. Hunde? Nee, diesmal sind's. Oh, Armbrust schießt. Armbrustmenschen. Aber die Hunde kommen ja echt nicht hoch. Ist ein Ding rausgewachsen, Achtung. Nicht zu mir, Flugi. Christine? Ja. It's down. So, jetzt müssen wir noch irgendwie die Hunde vernichten, ey. Geil. Ist ja voll mies. Ja, aber die trifft man von hier oben nicht. Wollen wir sie einfach lassen? Das ist eine gute Frage. Die stecken eigentlich nur richtig viel Schuss ein. Ja, aber da hinten ist noch ein Zauberkäfer. Für ein paar tausend Credits. Oh, einen Zauberkäfer wollen wir haben. Zauberkäfer. Aber hier kommen sie hoch? Da sind sie. Oh ja, da will er hoch. Ja, komm, Baxter. Komisches Gedöns, ey. Ja, du auch nochmal. Ja klar. Ja, aber okay. Da ist noch jemand. Hinter dir, genau. Ich trau mich mal runter zu springen. Oh, hier vor der Tür steht er. Platz auf. Lad nach, du Bitch. Die Musik läuft immer noch, oder? Ja, jetzt ist er hin. Ah, sehr gut. Das haben wir geschafft. Ja. Cool. Aber auch nette Variante. Hätten wir mal vorher machen sollen. Ja. So, dafür haben wir jetzt den Zauberkäfer. Wo ist er? Oh, ich will ihn sehen. Oh, ah, ich hab ihn weggekäfer. Der war bunt und so. Ja, heißt eigentlich Juwelenkäfer. Nee, das war Zauberkäfer. Zauberkäfer. Der verzauberte Käfer. So. Ja. Und dann haben wir da oben auch gleich sauber gemacht im gleichen Zuge. Hat auch was. Ja, Mann. Ah, da ist sogar noch ein Schatz. Noch einer. Ich habe mir gestern nochmal, oder vorgestern, mit ein paar Kumpels das Video zu den Kneipenterroristen angeguckt. Aus Kiel. Mit der Rantel. Die ist schnell und heiß, so wie wir.
So geil. Yeah. Das ist so eine geile Gruppe. Müsst ihr mal gucken, auf YouTube gibt es das bestimmt auch noch. Kieler Kneipenterroristen. Mit der Aktion in Laboe gegen die Blues. Ja, was? Wo sie mit ihren Gaspistolen irgendwie so eine Gruppen von anderen Gangs in Kiel auf... Schieß ja ab, Hoffi! Ja, ja, bin noch dabei. Okay. Wo sie an diesem Restaurant auf dieser anderen Bande auflagern, da mit ihren Gaskanonen... Da reinrennt. Baseballschlägern, genau. In dieses Fischrestaurant, sage ich mal, und dann nach und nach die Zivilisten rauskommen. Und dann warten, sie auch mit Baseballschläger und Gasknarre am Anschlag am Ausgang und warten, dass da einer von den befeindeten Blues rauskommt. Und dann schießt er dem einen mit der Gasknarre aus einem Meter Entfernung voll ins Gesicht, ist aber der eigene Mann. Richtig! Das ist doch die Härte. Man denkt sich erst, oh, wie heftig ist das denn? Schießt er ihm einfach voll in die Fresse. Und dann, ja, scheiße. Und dann dieser Stern-TV-Kommentator oder der Moderator, also der Typ, der halt diese Doku gemacht hat, sagt dann so, ja, und später bei der bei der Nachbesprechung der Mission sind sie sich uneins über den Erfolg der Mission. Der eine, im Grunde haben wir sie fertig gemacht. Und der andere, so, nee, es war voll für den Arsch. Man kann keiner da von denen, wir schießen uns selber ins Gesicht. Und das Geilste ist ja noch, dass das mein Schwager ja tatsächlich die Hauptperson mit der Tarantel kennt. Genau. Ist er nicht auch in dem Video drin? Ja. Mein Schwager? Ja. Nee. Der kennt aber den Bernd, oder was? Genau. Und die anderen kennt er auch über Eck, aber... Terroristen, ey. Aber die Blues, das scheinen ja irgendwelche Nazis gewesen zu sein, ne? Ja, die waren schon ein bisschen rechter drauf, auf jeden Fall. Weil ich war dann im Grunde zuerst, weil die Kneipenterroristen schon echt blöd waren, dachte ich, ich bin für die Blues, aber dann habe ich gemerkt, oh nee. Ah, das sind die Blues, Leute! Obwohl, bei den Blues sieht der eine voll aus wie Doc Brown. Weg, Captain Rückwärtsgang, hoffe ich. Ja, ich bin gerade im Captain Drehmodus. Oh, die kann mich nicht drehen, weil es zweimal hackt. Die Hackfresse. Soll wir müssen gleich down sein. Oh je. Ich brauch unbedingt die Dragunov-Hofster, ey. Haben wir irgendwie Flashbangs? Nee, aber wir haben eine Elektrolampe. Okay. <geil. lacht> Hier ist noch Schrotti für dich. Da ist schon der Nächste, der macht da schon seinen Dance-Beat. Bibidi-bam-bim. Schneep-schneep-schneep-bidi-bu. Ja, eine Flash-Boing wäre schon nicht schlecht jetzt. Ja. Oder irgendeine Art von Granate, wäre auch schon der absolute Oberhammer. Hier rechts kommt, glaube ich, einer. Ah, ist für dich. Komm um die Ecke, du Penis. Wir müssen erstmal rauspenissen. Oh, da war er. Auf die Brust, das habe ich von hier gesehen. Ja, der gegen die Schulter, komm, der ins Gesicht. Ah, okay. Da kommt noch einer. Links kommt noch einer. Schaufelman! Oh, du Arschloch. Oh, Gedöns. Das ist auch so schweinedunkel. Ah! Hilfe! Lad nach, du Bitch! Wechsel das Ding hin! Das war's doch, jawoll. Boah. Jetzt gib uns mal eine Blendy, Alter. Meine Munition schmilzt grad dahin. Wie Eis. Wie Soft Eis im Sommer. Ja. Hey, yeah. Okay. Die Metaphern haben wir drauf, Hoffi. Ja, ja, da. Die Metapherzone. Da hätten wir uns auch nennen können. Achtung, Schlange, Schlangengefahr. Nee? Oh, zwei Flashies. Wolltest oh, Flashy Bashy. Und dann noch mit Pistole. Warte kurz, dann kommt die Flashy mal auf eine geile, flashige Position. Flashy so. Position! So, jetzt können wir abgehen, Mann. Bäh! Jetzt bin ich Flash. Ach, hier war doch, hier war noch ein Schatz. Ach ja, irgendwo an Decken hängen hier durch die Schade. Ich mach hier Uzi-mäßig, dann verpfändest du. Ja, okay. Komm her. Hoffi, du bist aber nicht mehr so effizient in der Munitionsverwaltung. Und das stimmt natürlich. Administration von Munition. Aber ich hatte Angst, dass du einen Tatter im Finger hast und dann vielleicht drei MP-Schuss raushaust. Ich habe die Reflexe von einem 12-Jährigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber... Das ist gut. Ja, ich denke auch. Das wird ja immer nur schlechter im Alter. Da oben blinkt doch schon was. Ja, warte mal, aber löse mal kurz eine Bande Gegner aus. Ich bringe was mit, Hoffi. Ja, sehe ich. Du stehst im Weg. Flashbang. Warte, da ist noch ein zweiter, kommt noch ein zweiter. Okay. Nein! Was? Ich hab mich selbst geflasht. Ah. Ich gebe ihm eine. Boing. Und jetzt messer ich ihn, beziehungsweise stampf ihn und dann wächst eh das Ding raus. Ey. Hier ist Maschinengewehr, Muni. Jo. Der Timer brummt vor sich hin. Mach mal einen klassisch. Jo. Oh. Ich leg ihn mal hin. Ah, ich snipe ihn weg. Ein Schuss müsste. Yeah, schön.
Gut. Ach, hier oben ist auch ein Schätzchen. Kannst du auch gleich einsammeln in deinem Loot-Wahn. Hast du ihn abgeknallt? Yeah. Ja, Mann. Wollen wir mal, soll ich mal ein rot-grünes nehmen? Ja, du bist ganz kaputt. Das ist eine Ja. gute Idee. Ich stehe bei dir. Witzig, wie sie sich an, wie sie mich ansprüht und am mehr, Ja. am meisten selbst bekommt. Die Schäber. Oh, da, ich höre doch was Bulle, Bulle! gluckern. Wo ist Da er? hast du was. Links. Shit. Oh ja, der war gut. Mitten auf dem Solarplexus. Oh, der lebt noch. Ja. Ach, super Schäfer, super Schäfer. Go, go, super Schäfer. Okay. Pistolenmunition ist für dich. Elektrolampe ist für den Stones, den Ach, König der Lampen. Links oder rechts? rechts? Nee, links, komm. Links. Danke für die Finte, Hoffi. Hast mich erstmal gut reingelegt. Ich Ja, hab mal hier so einen Geheimraum. Ich tue jetzt mal so, als wüssten wir nicht, wie wir da hinkommen. Ein absoluter Geheimraum. Zeig ihm auch nochmal den Geheimraum. Hier ist der Geheimraum, Hoffi. Oh yeah. Das ist ein Geheimraum. Das ist ein Geheimraum, Mann. Heftig. Ich finde den Geheimraum. Na, ich weiß nicht, ob man da hinkommen kann. Ob man Lass also mal bei eine mir. Schatzkarte beim Händler kaufen. Hier ist eine Schlangengefahr. Achtung! Ja, da hat sie mich auch schon geschlangelt. Warte, Ich wir sehe brauchen hier die Schlange nix. Für Chef. Wo ist die? Wo ist die denn? Alter, wo ist die Schlange hin? Ich höre aber auch einen jetzt? Zombie. Soll ich Das mal die ist Muni die nehmen? Zombie-Schlange. Oder wie viel Muni hast du noch? Pistole kannst du gerne haben. So. Ne, die Schlange. Wieso springt die denn nicht auf dich, wenn du schon die Kiste aufmachst? Ich habe die rechte aufgemacht und meine mal, da war Muni. Du hast die Schlange, du bist alles schuld, Hoffi. Deine Schlangenmission ist gefehlt. Ich habe extra auch zweimal gemessert. Oh, ach, Lenk, nach rechts kommt er. Ui. Oh ja, macht er den Jiggy. Komm, ich. Das gibt's nicht, wir haben ihn beide ins Gesicht geschossen. Und er konnte nicht, ist nicht, konnte nicht gebumst werden, ey. So. Okay. Oh, bist du Lampenfrau? Ja, ich will ja auch mal hier mal ein bisschen die Szenerie ausleuchten. Ja, Mann. Wollen wir hier erstmal rum? Vielleicht? Ja, Digga. Ich hör's schon raus, das ist der Geheimgang. Ist mal hier oben. Boah, was Oh, sind ich das mach's. hier? Sind das die lustigen vier Tankzapfsäulen? Guck mal, da ist ein Diamant-Oval drinne. Sieht aus wie ein Ei. Hoffe, ich brauche deine Interpretation von diesem Rorschach-Bild. Ich denke, das ist also, wie gesagt, Tankzapfsäule meets Boyband. So. Verstehe ich nicht. Schlange! Sieht aus wie eine Tankzapfsäule, du nicht? Findest du nicht? Schlange! Wo ist sie jetzt? Ja, da ist sie, ich hab sie. Ich gebe dir mal ein grünes Kraut. Damit ich das. Nein, nicht die. Lampe, das Ei. Fürs Essen. Dann ist es auch. Also, du hast überhaupt gar keine Meinung zu dem Bild, oder was? Nee, irgendwie. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Nee, echt nicht. Das, also, du findest nicht, dass die aussehen wie Tankstaff sollen? Die oberen, ja. Und darunter vielleicht die Tanks. Das ganze Ding, oben ist das. Egal, lass uns nicht zu viel Zeit mit dem, mit dem Rorschach-Bild da verbringen. Weiter rennen. Okay. Go, go. Power Rorschach. Ich habe einen Hebel gefunden. Ach, die Geschichte. Und Hebel kann ich man drehen. Ich stell dir mal die Lampe hier ab, ne? Wollt ah, leuchtest du den Weg schon mal aus für mich, denn nach hinten hin? Das ist eine gute Idee. In weiser Voraussicht, Toffi. So, ich gehe mal durch. Ich bin durch. Ist völlig durch. Und ich habe Besuch, aber das muss ich jetzt einfach mal. Ich bin bei dir. Nein, er hebt die Lampe auf, Mann. Ja, ich aber ich bin ja noch schlagen, da ey. Für dich. So, ist gut. Ich wollte aber schlagen. Kann ich, kommt klar? Kann ich weiter ja, natürlich. Rennen? Natürlich. Das Spiel wurde um mich herum konzipiert. Oh, jetzt habe ich hier noch eine heftige Dreh-Quicktime-Action. Oh oh. Hier ist was gewachsen. Scheiße. Jetzt habe ich Probleme doch. Kannst durchrennen. Das Tor ist hinter dir offen. Oh nein. Okay. Ah, das andere Ding ist zumindest schon mal futsch, okay. Soll ich es loslassen?
Nee, dann kannst du einfach noch Nein, warte, looten. ich warte noch, ob ein Loot kommt. Und ich bin durch. Bam! Yay! So, Und geht's weiter? Kontrollpunkt. Cutscene. Interessante Kameraperspektive. Oh, Weg hier. lass wieder reinrennen. Jo. Oh, da sind ja schon Kollegas. Kollegas en masse. Ist dahin? Ach Mann, ey, die Köpfe splattern nicht aus. Oh nein, warum denn jetzt hier? Ich werde geflasht. Ja, mach das mal, das ist eine gute Idee. Ich werde voll Wow, geflasht. wir sind alle geflasht. Tritt. Ich wollte gerade schlagen, ey. Bin dabei, bin dabei. Heftig. Das war knapp. Ja. Roundhouse. Nochmal. Oh. Was ist los? Ey, das hört nicht mehr auf. Hier geht er richtig beef. Da kommt er angehackt. Wir werfen! Achtung! Ja. Ich finde die Flugbahn, die die Wurfobjekte beschreiben, ist ein bisschen verwirrend. Oh, Jemine. Ich muss nachladen. Jetzt werde ich gehackt. Oh nein. Ich gehackt. Oh nein. Roundhouse. Leider habe ich der schon. Arschloch, ey. Oh. Nein! Ich habe auch keine Flash mehr. Ja, das war's. Das war's. Raus hier! Ja, ich bin euch wieder am Sterben, weil irgendwie immer alles auf mich hackt. Ich lebe wieder. Ja, ich habe dich geholt. Ah. So, ich leg dir hin, den Typen. Oh, da kommt Dynamit geflogen. Okay. Ich hau meine ganze Pampe rein. Jawohl, der eine ist futsch. Dreh mich mal um. Hinter uns ist noch sauber. Wir sind weg. Astralen. Gut, gerade noch gerettet, ey. Hui. Aber ich nehme mal hier Gedöns. Oh ja, das kommt gut. Oh yeah. So, jetzt. Ist meine Halle. Ja. So, da oben ist ein Dynamitman. Ich war eigentlich drauf. Bam. Schön. Doch, der trifft mich echt im Laufen. Yes. Wo bist du? Ah, hier unten aber kein GPS. Hier unten aber kein GPS. So, deine ist hat. Ah, da geh mal auf den. Ah, bam. Was ist mit dem hier? Oh, hier ist eine Flashbang, cool. Ich mach mal die Kiste. Da ist noch ein Dynamit, Heini, pass auf. Ja. Scheiße. Oh, ich habe ihn getroffen, aber er hat noch geworfen, Achtung. Sorry, ich habe die Pistole, du hättest sie dringender gebraucht, die Pistolenmuni. Mann, dann spettet er nicht mal. Da schießt du mal ein bisschen auf ihn. So, was haben wir hier? Ich mal ein bisschen einsammeln. Hey, du Penner! Jetzt hat er sich da so ganz komisch bewegt. Lebt er noch? Dann gehe ich in den Nahkampf. Jetzt ist er hin. Okay. Und hat er was fallen lassen, der Kollege? Sammle nicht immer raus, aber ich würde mal hochgehen. Ich bin auch schon dort. Er hat tatsächlich nichts fallen lassen. Gar nichts. Aber ich habe ja noch, also so lange kann die Map ja auch nicht mehr gehen und das wird wieder eine Monster XXL Mega Folge. Ja, dann lass doch jetzt mal die Folge beenden. Ja, lass uns die mal jetzt beenden, das ist ein guter Punkt. Looten wir noch in ganz kurz in Ruhe. Wo sind wir denn überhaupt jetzt schon timermäßig? Das kann ich gar nicht sagen, ich schätze mal so bei 25 bis 30 Minuten. Ja, dann lass uns hier Ende machen, können wir hier noch fertig looten? Ich denke, ich habe auch alles gefunden. Oh, jetzt habe ich Munition wieder richtig dicke. Hier irgendwas schätzemäßig verstecktes?
Oben da die Truhe, wo du gerade warst, ne? Truhe hatte ich gar nicht gefunden. War das nicht eine Truhe Wo ist denn meine da? Truhe? Oder? Sah von unten so aus, als wäre eine Truhe gewesen. Da Keine oben. Truhe für die Ach nee, das Zockerzone. ist einfach, sind nur einfach nur wieder Balken oder was? Okay, dann stellen wir uns zusammen. Genau, und Sagen schön dann mit Ö. gebe ich dir noch einen Kuss. Geh weg! Sonst gibt's einen Genickbrecher. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, Zockerzone spielt Resident Evil 5. Macht's gut, Leute!